اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، اسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Liebe Zuschauer, Assalamu alaikum. Der Grund, warum dieses Video erstellt wurde, ist der, dass einige Muslime, die von sich behaupten, Gelehrte zu sein, wenn es darum geht, den Islam in seiner Ganzheit zu verstehen, eine Unmenge von Lügen aufstellen und dabei selbst die Lehren des Korans und der Sunna außer Acht lassen. Die Fragestellung, die dieses Video behandelt, ist: Behauptete Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Maria zu sein, dann schwanger geworden zu sein und dann Jesus geboren zu haben? Isa, und ich bin Maria und dann bin ich Isa geworden. Kannst du nicht vorstellen? Wallahi, kannst du nicht vorstellen? Wie geht es? Allah, Wallahi, das habe ich auch nicht verstanden. Wallahi. Keine Ahnung, Wallahi. Der sagt, ich bin 2 Jahre, schau mal, der sagt, ich bin 2 Jahre, Allah hat mich als Frau nur für 2 Jahre. nur für 2 Jahre, dann bin ich schwanger geworden, dann habe ich Isa, habe ich mich selber geboren. Und dann bin ich Isa. Isa, also Messias, Jesu, hier Mahdi und Maria. Einmal, also 8 Monate war er Maria. Und war in seinem Bauch Jesus. Also der wollte an die Lebens, hier sagen wir, die Seelenwanderung, der wollte das erklären, er hat das erklärt so mit Schwangerschaft, dass er selber auch schwanger war und er hat auch die Venen gekriegt und so und dann kam Jesus, aber als Seele, ne? Die müssten das so. Reden und dabei keine einzige Referenz zu nennen, ist nicht die faire Weise einer Diskussion. Ich lege deshalb den Zuschauern erst einmal das vor, was Hazrat Mirza Ghulam Ahmad wirklich sagte. Im dritten Teil von Rahine Ahmadiyya hat mich Allah Maria genannt und offensichtlich trug ich die Eigenschaften Marias für 2 Jahre in mir. Als die Periode von 2 Jahren vorüberging, wie berichtet im 4. Band von Rahine Ahmadiyya auf der Seite 496, wurde der Geist von Jesus in mir eingehaucht. Genauso wie er in Maria eingehaucht wurde. Und sinnbildlich war ich schwanger. Viele Monate nach dieser Offenbarung, aber nicht den Zeitraum von 10 Monate überschreitend, wurde ich durch eine weitere Offenbarung, welche am Ende von Brahine Ahmadiyya auf der Seite 556 festgehalten wurde, Jesus genannt. Infolgedessen wurde ich zur Sohn Marias. Diese Textstelle sagt nirgends, dass er Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Maria gewesen sei, sondern dass Allah ihn lediglich aufgrund seiner Rechtschaffenheit und seiner Liebe zu Allah Maria genannt hat. Dass die Seele von Hazrat Jesus in Hazrat Mirza Ghulam Ahmad eingehaucht wurde und dass dieses nicht im Widerspruch zu den Lehren des Korans steht, werde ich in den folgenden Minuten beweisen. In seinen Anschuldigungen sagte Herr Shia Hamza auch noch,
dass die Ahmadis an Seelenwanderung glauben würden. Um solche grundlosen Anschuldigungen vorzubeugen, sagte Hazrat Mirza Ghulam Ahmad folgendes: Ich habe in vielen Büchern erklärt, dass mein Anspruch, Jesus der Messias und Mohammed Mahdi zu sein, nicht auf der Idee basiert, dass ich wirklich Jesus oder Mohammed bin. Nichtsdestotrotz vermuten diejenigen, die meine Bücher nicht mit Aufmerksamkeit gelesen haben, dass ich von einer Reinkarnation spreche, wenn ich sage, dass die Seelen dieser beiden heiligen Männer in mir wieder zum Vorschein gekommen sind. Dies ist nicht der Fall. So lesen wir an einer Stelle im Koran. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Und Allah legt denen, die glauben, das Beispiel von Pharaos Frau vor, da sie sprach: Mein Herr, baue mir ein Haus bei dir im Garten und befreie mich von Pharao und seinem Werk und befreie mich von dem Volk der Frevler. Und der Maria, der Tochter Imrans, die ihre Keuschheit bewahrte, drum hauchten wir ihm von unserem Geist ein. Und sie glaubte an die Worte ihres Herrn und an seine Schriften und war der Gehorsamen eine. Aus Verzweiflung heraus nicht genau zu wissen, worauf sich das Wort Fihi bezieht, da davor ja von einer weiblichen Person, Maria, die Rede ist, schreiben einige Korangelehrte für das Wort Fihi die Übersetzung in ihr, was voll und ganz falsch ist. Möge sich doch einer fragen, ob diese Gelehrten meinen, sie hätten einen Fehler im Koran entdeckt und versuchen nun durch das falsche Übersetzen diesen Fehler zu beheben. Das Wort Fi beschreibt hier die Präposition in und das Wort Hi bedeutet ihm. Somit bedeutet Fihi in ihm und nicht in ihr. Somit wären diese Verse wie folgt zu verstehen: Mit drum hauchten wir ihm von unserem Geist ein, sind Menschen gemeint, die glauben und rechtschaffen sind, wie es genau ein Vers davor heißt, in dem Allah die Gläubigen ansprechend sagt, dass er den Gläubigen diese zwei Beispiele vorlegt, einmal von der Frau des Pharaos und einmal von Maria. Aber anschließend steht da, dass in ihm der Geist eingehaucht wurde und nicht in ihr, was klar und deutlich beweist und darauf hinweist, dass hier nicht Maria gemeint ist, sondern rechtschaffene Menschen, die glauben. Also sagt der Koran: Wenn sich der gläubige Mensch wie Maria verhält, seine Keuschheit wahrt, an die Schriften glaubt und Allah gegenüber gehorsam ist, so wird Allah ihm, Fihi, dem Mumin, seinen Geist einhauchen. Ähnlich wie Maria, die Jesus, einen reinen und demütigen Diener Allahs, auf die Welt brachte, so findet auch die spirituelle Wiedergeburt eines Mumin statt, der, bevor er diese Phase durchläuft, sich voll und ganz Allah zugewidmet haben muss. Die Eigenschaften Marias zu übernehmen bedeutet, dass man zu den Rechtschaffenen zählt und somit zu denen gehört, die die Liebe Allahs gefunden haben und aus ihren Körpern heraus sich ein spiritueller Geist entwickelt, der rein und demütig ist. In einem anderen Vers aus dem Koran wird genau dieses nochmal verdeutlicht, indem Allah dieses Mal von Maria spricht. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا
وجعلناها وابنها آية للعالمين. Und die ihre Keuschheit wahrte, wir hauchten ihr von unserem Geist ein und machten sie und ihren Sohn zu einem Zeichen für die Welt. Das Wort wie beschreibt wieder die Präposition in und ha bedeutet ihr. Somit bedeutet fiha in ihr. In diesem Vers ist Maria gemeint und dass Allah in ihr seinen Geist, also Jesus, einhauchte. Liebe Zuschauer, es wäre besser, den Koran so zu lassen, wie er ist. Denn kein Mensch wird sich damit Gutes tun, indem er versucht, andere Menschen mit Wortverdrehungen in die Irre zu leiten. Wenn es doch nur darum ginge, die Wahrhaftigkeit von Hazrat Mirza Ghulam Ahmed anzuzweifeln. Diese Anti-Ahmadiyya-Gelehrten vergessen dabei auch noch, dass dieses Thema betreffend selbst große Gelehrte vergangener Zeit Folgendes äußerten. Selbst unser geliebter Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte Folgendes: Keiner wird das Paradies betreten, bis er nicht zweimal geboren wurde. Hazrat Shahabuddin Suhrawardi sagte dieses Phänomen beschreibend: Der Schüler wird zu einem Teil des Lehrers, genauso wie das Kind ein Teil des Vaters in seiner physikalischen Geburt ist. Auf diese Weise ist der Schüler spirituell von seinem Lehrer geboren worden. Hazrat Khawaja Muinuddin Chishti war der Meinung, wenn der Heilige Geist weiterhin seine Unterstützung gibt, so würde jeden Tag auf dieser Welt die Maria der jeweiligen Zeit Jesus gebären. Damit kann nicht gemeint sein, dass Hazrat Maria noch unter uns weilt oder dass man anfangen soll, die Mütter Maria und die Söhne Jesus zu nennen. Vielmehr ist diese Aussage an demütige Diener Gottes gerichtet, die einen sehr hohen spirituellen Rang genießen und somit dem Vergleich der Mumenin mit Maria gerecht werden. Ajmir Sharif sagt auf sich bezogen: Jeden Moment wird der Heilige Geist in den Muin eingehaucht. Nicht ich bin es, der es sagt, sondern in der Tat bin ich der zweite Jesus. Unter anderen Gelehrten sagte Hazrat Shamsuddin Tabriz, dass er der Geist wäre, der in Maria eingehaucht worden wäre. Hazrat Jalaluddin Rumi sagte, dass er Maria und Jesus wäre. Hazrat Abu Yazid Bustami behauptete, Jesus zu sein. Hazrat Muhyiddin ibn Arbi nannte seinen spirituellen Lehrer Jesus, Sohn der Maria. Und in der heutigen Zeit wurde Maulvi Rashid Ahmed Gangoi von den Deoband als Jesus bezeichnet. Diese Aussagen, unter anderem von großen Gelehrten, beschreiben nichts anderes als das, was Hazrat Mirza Ghulam Ahmed, der verheißene Messias und Mahdi, beansprucht hatte, nämlich eine spirituelle Wiedergeburt von Hazrat Jesus zu sein. Selbst als der heilige Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Jesus wiederkommen wird, so meinte er nicht, dass Jesus lebendig im Himmel ist, sondern gerade das, was ich erwähnt habe, dass Allah jemanden senden wird, der so rein wie Hazrat Jesus sein würde. Kommen wir aber nochmal zurück auf Abdul Latif und Shia Hamza, die über die Schwangerschaft von Hazrat Mirza Ghulam Ahmed Folgendes sagen. Dann bin ich schwanger geworden. Er wollte das erklären, er hat das erklärt so mit Schwangerschaft, dass er selber auch schwanger war und er hat auch die Wehen gekriegt und so und dann kam Jesus, aber als Seele. Ne? Da hier wieder keine Referenzen angegeben werden und Wörter und ganze Bedeutungen so gedreht werden, wie es einem gefällt, schauen wir uns doch an, was Hazrat Mirza Ghulam Ahmed diesbezüglich wirklich schrieb. Im dritten Teil von Rahine Ahmadiyya hat mich Allah Maria genannt und offensichtlich trug ich die Eigenschaften Marias für 2 Jahre in mir. Als die Periode von 2 Jahren vorüberging,
Wie berichtet im vierten Band von Brahine Ahmadiyya auf der Seite 496, wurde der Geist von Jesus in mir eingehaucht, genauso wie er in Maria eingehaucht wurde. Und sinnbildlich war ich schwanger. Viele Monate nach dieser Offenbarung, aber nicht den Zeitraum von 10 Monate überschreitend, wurde ich durch eine weitere Offenbarung, welche am Ende von Brahine Ahmadiyya auf der Seite 556 festgehalten wurde, Jesus genannt. Infolgedessen wurde ich zur Sohn Marias. Und sinnbildlich war ich schwanger. Und sinnbildlich war ich schwanger. Und sinnbildlich war ich schwanger. Es ist doch wirklich traurig zu sehen, wie Menschen ihr Bestes versuchen, einen Menschen, den Allah seine Barmherzigkeit gezeigt hat, mit allen Mitteln als Lügner abzustempeln und absichtlich das Wort sinnbildlich weglassen, damit es so wirkt, als würde Hazrat Mirza Ghulam Ahmad von einer wortwörtlichen Schwangerschaft sprechen. Nun, was hat es mit der sinnbildlichen Schwangerschaft von Hazrat Mirza Ghulam Ahmad auf sich? Wie wir eben festgestellt haben, beanspruchen die Gläubigen, eine spirituelle Wiedergeburt von Hazrat Jesus zu sein. Das wiederum heißt, dass einer spirituellen Wiedergeburt eine spirituelle Schwangerschaft vorausgehen muss. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sagte, und sinnbildlich war ich schwanger, und beschreibt damit eine spirituelle Schwangerschaft. Warum überhaupt von einer Schwangerschaft geredet wird, wo man doch andere Wörter benutzen könnte, liegt daran, dass genauso wie bei einer biologischen Schwangerschaft der Körper des Menschen gebildet wird und dann verschiedene Phasen der Entwicklung durchmacht und letzten Endes ein bestimmtes Maß an Vollkommenheit genießt, genauso durchläuft die Seele verschiedene Phasen der Entwicklung und erscheint dann als vollkommene und demütige Dienerin Allahs. Selbst große Gelehrte vergangener Zeit beanspruchten, schwanger zu sein. So auch Hazrat Jalaluddin Rumi. Gott sperrt die freien Geister in die Körper ein und macht somit alle Körper schwanger von dem Geist. Jeder von uns ist ein Messias für diese Welt. Was also ist an der Aussage des verheißenen Messias Hazrat Mirza Ghulam Ahmad unislamisch? Die Lügen und die Unwissenheit dieser Menschen sollte Beweis genug sein, um urteilen zu können, wer der wahren Rechtleitung folgt und wer versucht, die Wahrheit zu verdecken und sogar damit andere Menschen in die Irre führt. Aller Preis gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Gnädigen, dem Barmherzigen, der mich zu einem Ahmadi-Muslim machte.